darf man über einen Menschen sagen, er sei ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt habe? Kommt es dabei darauf an, wo man so etwas sagt und welche Behörde darüber entscheiden muss? Wir haben einen konkreten Fall. Und zwar die Generalstaatsanwaltschaft des Freistaats Sachsen kam zu der Entscheidung, dass es nicht strafbar ist, wenn über den Beauftragten der Landesregierung gegen Antisemitismus, Dr. Blume, gesagt wird, solchen falschen Juden, Ed Blume Evolution, braucht's in der Welt nicht, meine ich. Er hat seine Daseinsberechtigung verwirkt durch sein Tun gegen die Schöpfung, denke ich. Koffefe. Der Hashtag ist eine Anspielung auf Donald Trump, tut aber nichts zur Sache. Und jetzt ist die Frage, wie ist das rechtlich zu bewerten? Beim Straftatbestand Beleidigung 185 BGB könnte sich jeder sagen, naja, ich weiß ja, wann das gegeben ist, wann sich jemand beleidigt fühlt. Aber schauen wir uns das an diesem Beispiel einmal konkreter an und betrachten dabei die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Dresden. Betrachten wir es zunächst einmal abstrakt, und zwar anhand der Kommentarliteratur. Hier haben wir in der Datenbank den Lackner Kühl. Der definiert also die Beleidigung als eine Äußerung, mit der eine Missachtung oder Nichtachtung zum Ausdruck gebracht wird. Insbesondere, wenn sie dem Menschen den elementaren Menschenwert oder seinen ethischen oder sozialen Wert ganz oder teilweise abspricht. Das ist einigermaßen abstrakt und man tut sich schwer, genau dann zu bestimmen, wann habe ich dem Menschen denn jetzt eigentlich seinen Wert abgesprochen. Und das kann aber in diesem Fall ziemlich konkret sein, wenn man sich mal die Formulierung anschaut. Er hat seine Daseinsberechtigung verwirkt. Also das ist schon ziemlich nah an der eigentlichen Definition. Also der hätte auch twittern können, Herr Blume hat das Recht, Mensch zu sein, verwirkt oder ist dem nicht würdig oder dergleichen. Da sind wir schon ziemlich nah dran. Jetzt versuchen wir mal zu verstehen, wie es zu dieser Entscheidung kam. Also der Twitter-User wurde durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt und dann ging die Sache wahrscheinlich wegen des Wohnorts an die Staatsanwaltschaft Dresden und deswegen sind wir in Sachsen, weil die Staatsanwaltschaft Dresden hatte gesagt, da liegt kein strafbares Verhalten vor und man hat dabei zwei Straftatbestände geprüft, nämlich einerseits eine Bedrohung, das klingt ja einigermaßen bedrohlich, und zum anderen die Beleidigung. Und was wir jetzt hier sehen, ist eigenartig, denn die Staatsanwaltschaft hat die Prüfung zweigeteilt, das ist für sich genommen nämlich nachvollziehbar. Sie hat nämlich den Tweet einerseits hinsichtlich der Bedrohung und zum anderen hinsichtlich der Beleidigung überprüft. Allerdings hat sie den Tweet aufgeteilt. Und zwar hat sie sich gefragt, ob eine Bedrohung vorliegt durch diesen Satz mit der Daseinsberechtigung und kommt zum Ergebnis, dass das nicht der Fall ist. Und das ist völlig in Ordnung, weil eine Bedrohung ist nicht dann gegeben, wenn sich jemand bedroht fühlt, sondern nur, wenn der Täter vorgibt, auf die bedrohliche Handlung Einfluss nehmen zu können. Und das klingt da beinahe ein bisschen zynisch, wenn die Staatsanwaltschaft dabei feststellt, zunächst einmal, dass Herr Blume damit gemeint ist und dass auch der Beschuldigte offensichtlich Meinung äußert, der Beschwerdeführer, also Herr Dr. Blume, sei es nicht wert, weiter zu leben. Aber da der Täter oder Beschuldigte nicht aktiv ankündigt, das Dasein durch eine Straftat zu vernichten, liege hier keine Bedrohung vor. So, das kann man jetzt so stehen lassen. Das ist tatsächlich die Begrenzung des Straftatbestands der Bedrohung, die, wie gesagt, nur dann gegeben ist, wenn jemand tatsächlich eine eigene Handlung auch vorhat, vorzunehmen. Interessanter wird es bei der Beleidigung und da geht jetzt die Staatsanwaltschaft sehr ausführlich auf den Begriff falscher Jude ein. Es gibt Rechtsprechung, die sagte, dass die Bezeichnung als Jude in abwertender Weise durchaus eine Straftat darstellen kann. Für sich genommen ist sie das nicht, das ist sicherlich eine neutrale Bezeichnung. Und da wird dann hier also argumentiert, was ist wohl mit falscher Jude gemeint. Und man kam zum Ergebnis, das ist für sich genommen nicht abwertend gemeint, wenn es nur die Auseinandersetzung mit dem Umstand ist, dass Herr Dr. Blume selbst kein Jude ist. Und jetzt schauen wir uns an, was hat die Staatsanwaltschaft zu dem Teil gesagt, wo es darum geht, dass er seine Daseinsberechtigung verwirkt hat. Und da gucken wir, wo ist Daseinsberechtigung bei der Beleidigung und gucken im Auftrag. Es steht nichts drin. Die Staatsanwaltschaft hat den Aspekt des Verwirkens der Daseinsberechtigung im Hinblick auf die Beleidigung nicht geprüft.
Sie hat es ja schon oben bei der Bedrohung geprüft, wo es natürlich keine Strafbarkeit ausgelöst hat, aber im Bereich der Beleidigung spielte dieser Aspekt keine Rolle. Und das ist wirklich überraschend, dass zwei Behörden es übersehen, diesen zweiten Teil des Tweets auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Beleidigung zu überprüfen. Und jetzt könnte man anfangen zu spekulieren, wie kann sowas passieren, ist das eine Unachtsamkeit, ist das eine Absicht und so weiter, aber das kann sich jeder selbst überlegen. Was wir schon sehen ist, dass natürlich Staatsanwaltschaften politische Behörden sind oder sein könnten. Das wird oft bestritten, aber Fakt ist natürlich, dass die Staatsanwaltschaft eine untergeordnete Behörde des Justizministeriums ist und ein Justizministerium kann darauf Einfluss nehmen. Nicht im Einzelfall, aber es gibt Justizminister, die bei der Hasskriminalität Schwerpunkte setzen. Dann gibt es Minister, zum Beispiel auch in Bayern, die sagen, solche Sachen werden nicht auf den Privatklageweg verwiesen, sie werden durchermittelt, was ja früher anders war. Früher hat man auch in Bayern solche Sachen einfach abgetan als Bagatellstraftat. Ich will mich nicht mit Beleidigungen rumärgern, ich habe hier einen Drogendealer, der hatte 20 Gramm in der Tasche, den wollen wir lieber anklagen, da kommt auch eine Freiheitsstrafe rum, weil bei diesen Bedrohungssachen kommt ja meistens nur eine Geldstrafe rum. Und das war mir schon immer auch ein Dorn im Auge und das wird in manchen Bundesländern jetzt konsequenter verfolgt. Wir sehen auch, dass auch Justizangehörige, also Richter, Staatsanwälte, immer häufiger Opfer solcher Taten werden. Und da steigt so allmählich auch die Sensibilität für das Thema. Aber nicht in jedem Bundesland in gleicher Geschwindigkeit und es hängt nicht mit Parteibüchern zusammen. Aber wir haben eben schon öfter mal erlebt, dass, und jetzt will ich keine einzelnen Bundesländer herausgreifen, es unterschiedliche Wertungen dabei gibt. Insofern glaube ich zum Beispiel, dass in Bayern, jedenfalls bei genauerer, sorgfältiger Betrachtung, man vielleicht ein anderes Ergebnis hier erzielt hätte. Ich halte die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen für falsch. Und zwar schon allein deswegen für falsch, weil man den entscheidenden Punkt gar nicht geprüft hat.